gonna go exploring, Mom. Okay? Okay. Just keep away from the pier. It's old. I will. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal. Wir spielen Ruth the Woods. Ein Horrorspiel, was... Ja, ich weiß nicht ganz, ob es horrormäßig ist. Tatsächlich, ich habe dieses Spiel... Ich kannte es, ich wollte es auch schon eine Weile, also vor einer Weile mal aufnehmen, aber bin einfach dazu nie gekommen und ich habe mir einfach gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, dieses Spiel zu spielen. Vajo kannte dieses Spiel leider schon, deswegen nehme ich es alleine auf, sonst hätten wir es wahrscheinlich zweit aufgenommen, aber dafür gibt es ein anderes Spiel, was wir wahrscheinlich aufnehmen werden, aber dazu später mehr. Also in diesem Video nicht mehr, aber ne? Und ich habe tatsächlich leider keine Ahnung, ob es jetzt so ein Horrorspiel ist, was hier in total von den Socken ruppt. Oder ob es einfach atmosphärisch ist, ob es einfach von der Story her geil ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Am Ende ist das so der größte Mist, dieses Spiel. Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe noch nie irgendwas hier von diesem Spiel gelesen. Beziehungsweise gelesen schon, aber noch nie ein Let's Play dazu gesehen. Oder, ne? Einfach ganz... Bin jetzt ganz neu hier in diesem Spiel. Und wir spielen... Den kleinen Jungen mit der orangen Trang-Jacke, die cool aussieht, schöne Mütze. Und wir sind wahrscheinlich mit Mutti hier. Warum Papa nicht da ist, gibt es wahrscheinlich keinen oder hat wahrscheinlich nicht frei bekommen oder whatever. Vielleicht bekommen wir das noch irgendwie später raus. Das ist ja eigentlich erstmal völlig Wurst. Genau, so, wir spielen jetzt erstmal den kleinen Jungen. Wir sind wahrscheinlich gerade im Urlaub angekommen. Ich weiß nicht, ob die heute uns gehört oder ob wir die gemietet haben. Aber das sind alles so Informationen, die wahrscheinlich hier nicht zum Spiel, ja, die wahrscheinlich nicht brauchen. So, wir sollen nicht zum Steg gehen, beziehungsweise auf den Steg, weil er sehr alt ist. Ich weiß halt jetzt nicht, ich gehe jetzt hier einfach gerade random drunter. Ich möchte aber mal ganz kurz gucken, ob wir eventuell auch ins Haus können. So, die Aufnahme läuft. Ich quassel hier schon wieder wie ein Wasserfall los. Reingehen. Ah nee, wir sind noch mit Papp. Hätte ich jetzt runtergehen sollen? Ich hab's schon wieder verkackt. Mom. Hey, Mom, wake up. Wake up. You've been asleep all day. Okay, it's been... I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom. But it's dark outside. I'm sorry. Go get the flashlight and I'll come out with you. Okay. Für die Taschenlampe. Stars, Espen. Linke Maustaste. Ah, guck mal, Mutti ist schon da. Ja, wir kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es verkackt habe. Ich hätte gedacht, wir können uns im Haus umgucken und die Mission ist, dass wir weiter rausgehen. Boah, seht ihr das? Da sind die Fliegen drinne. You wait right here, won't you? Of course. Naja, dann muss der durchaus los. Und jetzt spielen wir so, den Mutti. What do you want to do tonight? Mom, I'm trying to pee here. We could make some hot chocolate. Mom! Bring es doch gar nicht, lass deine Hosen an, Boy! Die Hosen ausziehen! Go away! Just wait up the path! I can't go while you're standing there! Okay, little man. If you say so. Okay. Kann ich wieder reingehen? Nee. Okay, wir müssen mal gucken. Ach, guck mal, ich habe ohne Taschenlampe. Sehr schön. So, jetzt stalken wir hier unserem. Sohnemann auf dem Kackhaus?
Lado? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo am Ende. Wir sollen auf dem Weg oben warten. Können wir hier mal gucken gehen? Aufnahme, die läuft. Sehr schön. Ich hab schon. You done, Espen? Espen? Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Okay. I mean it, Espen. Come out. Vermute mal, Stager verkackt uns. Jesus, Espen, what are you doing? Sorry, I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. I was only kidding, I'm sorry. Please, can we have hot chocolate? Okay, but don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier's broken and dangerous. Please don't go down there by yourself. Fine. But I still want hot chocolate. I'm not going to pretend I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. I resented them both, and one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend, my favorite thing. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. Or Espen. Espen? Okay. Why didn't you wake me up? Espen? Want some breakfast? Or lunch? We have eggs and bacon. Guess he's out playing. Das ist natürlich echt mies, ne, wenn deine Mutter oder beziehungsweise du selber als Mutter dein Kind nicht lieben kannst. Das ist schon, oh, ich krieg gleich echt Gänsehaut. Lesen. Hi Mom, you always sleep when I wake up, it's really boring. Hi Mama, du schläfst immer, wenn ich aufwache, ist echt langweilig, ich geh draußen spielen. Okay, kein Wunder. Benutzen. Radio kann man anmachen. Schön. I loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight and his drawings fascinated me. He soaked up the world and it bled from his imagination to the page in pastels and pen. The process always seemed to distill the harsh world into something pure. Ich kann nichts machen. Geh nach draußen, können wir gleich gehen. Geh nach draußen. Ach, jetzt habe ich meinen Jagen angezogen. Ah, oh ja, doch, hat sich schon gemacht. Okay, so, jetzt müssen wir wahrscheinlich schon unseren kleinen Knopf suchen. It's freezing. What is he doing out in this cold? Müssen wir halt mal gucken, ob der runter. Espen? I hope you're not down by the pier. I told you that thing's dangerous. Hey! Hey! Get away from my son! Hey! Jesus! Espen! Get away from him! Espen, I'm coming! Er springt doch hinterher! Steh noch! Please! Espen! Espen!
Warum die? Aber den hätte die da locker bekommen. Through the woods. Ist er weg. Aspen! Shocking news. Wahnsinn, ey, holy moly, das war ja unter normaler. Ich bin immer davon ausgegangen, dass hier irgendwelche... Also wenn hier irgendwas ist... Okay, ich kann nur gerade schwimmen. Wenn hier irgendwas ist, dachte ich, es wären irgendwelche Viecher oder so, ne? Aber dass hier richtige Boys unterwegs sind, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Spannend, spannend. Jetzt bin ich gespannt, wer mein Kind entführt. Vor allen Dingen, Espen hat nicht mal geschrien oder so, ne? Er hat es einfach so hingenommen. Der ist einfach reingesprungen. Und damit war gut. So. Müssen wir mal gucken, ob wir hier... Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob wir jetzt hier irgendwas finden können. Ich renne jetzt hier einfach gerade mal irgendwo lang. Hier geht's nie weiter. Und hier geht's auch nie weiter. Okay, gut. Also es ist... Es geht halt hier nicht weiter. Okay, da habe ich mich jetzt verlaufen. Shit happens. Passiert im Krieg ohne Helm. Espen! Shit, this can't be happening. Espen! Hier lang? Also ich gehe jetzt einfach random irgendwo lang, ne? Also es hat überhaupt für mich keine Bedeutung. Ich weiß es nie. Ich habe wirklich, wie gesagt, keine Ahnung, wenn ich mich interessieren, ob, wenn ich jetzt halt hier irgendwo rumgehe, ob ich da irgendwas finden kann, irgendwelche Hinweise und Notizen, aber wahrscheinlich nicht, Mutti. Aber das war ein richtiger Mann, ne? Ein richtig, richtiger menschlicher Mann. Ach, guck mal, jetzt bin ich im Kreis gerannt. Oh, Mist. Mist, Mist. Okay, na gut, aber da wissen wir wenigstens, dass wir jetzt dann bei dem anderen Steg auch drüber gehen müssen und nicht links zu der, in die kleine Höhle rein. Dort, sondern dass wir hier lang gehen. Ah ne, hier ist gar kein Steg, okay. Ah ne, ich meine hier, genau. Steht da? Ich weiß es nicht, was da steht. Espen! Boah, was die jetzt durchmachen muss, ne, ihr Sohn. Entführt und die weiß nicht wohin und woher und was abgeht. Hello? Keine Ahnung. Hey, is someone there? Sieht wie ein verlassenes Haus, wie ein verlassenes Dorf aus. Open the door. Aber hier finden wir natürlich nichts, ne? Es sieht alles, es ist alles verwahrlos, beziehungsweise verwahrlos ist es ja nicht. Es ist einfach bloß halt ausgezogen, Fenster irgendwie zerriegelt. Ne, es sieht nicht mehr aus, es wären die abgehauen. Nicht mal aus. Was ist das? Abholen? Was? Ein Witterhorn. Brüder, ich fand
Eine Tote? Was? Eine Tote? Ein Witterhorn? Was? Eine Tote? Ein Witterhorn? Ja, super, das ist jetzt wieder hier so ein perfekt übersetztes Deutsch. Wo es besser ist, wenn man es in Englisch liest. Was? Ein Tote? Eine Tote Witterhorn? I don't know. Hier ist nichts. Nimm mal rein. Ah, ne, war ich ja gerade dran. Okay. Meine Haare, die krabbeln mich mit einem Facey rum. Öffnen. Sieht aber wohl nicht aus, ob kurz. Gott, man weiß es nicht, ne? Genau. Alten Erik. Geschichten der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige Hurensohn hat Raiders Jung mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen, obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben. Das arme Ding. Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore. Die verfluchten Tore öffnen sich nicht für unseres Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Raiders Junge der Letzte war. Die Verderbnis dieses Mannes, sein Herz, wenn er dann eins hat, muss so verwest sein wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle, das ganze faulige Pack. Und verflucht sei der mordende Bastard, Erik. Okay. Also. Wahrscheinlich dieser Erik. Holt die Kinder, oder ich weiß nicht, ob das jetzt nur Kinder sind. Aber wahrscheinlich. Unser Kind hat er ja auch geholt. Okay, na gut, okay. Also die Dorfbewohner, die wollten wahrscheinlich schon mal ein an Dings nach keine Village. Ja, nö, ist hier, denke ich, alles so super da. Thorsten. Okay, cool. So. Erik. Ja, Erik. Erik, der. There was a folktale in the town where I was born about a man called Old Erik. They said he would sneak into the village at night and steal away children who misbehaved. My parents used to tell me that I had to be good or Old Erik would come and take me. At the time, it didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. But later I wasn't so sure. Also ich habe gerade mit meinem ganzen... Ich weiß halt nicht richtig. Nein, wir lassen das einfach. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, man hört ja ungefähr, was sie sagen. Und vom Content her kriegt man das ja schon mit. Deswegen muss ich mich jetzt nicht irgendwie unbedingt rausschneiden. Weil hinter mir, also hier an dieser Stelle, war. Ist ein bisschen Cut abgeschnitten. Cut abgeschnitten? Was ist das denn für ein Deutsch? Ja, wir haben Odin Cut abgeschnitten. Nur, no, wir haben Odin abgeschnitten, den Cut. Hm. Okay, also. Oh, das kriegst du jetzt auch. Ich wollte euch was erzählt, hab ich wissen sie. Hello? Is anybody here? Ich hätte aber mal interessieren, ob ich hier angegriffen werde oder was hier. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß es nicht warum. Es ist zwar noch nichts passiert, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Und ich habe Gänsehaut.
Okay, warte mal, komme ich hier hoch? Ja, guck mal, ich komme hier hoch. Okay. Mich würde mal interessieren, ob das Haus vom... Nee, glaube ich nicht. Das sollte nicht vom Eric das Haus sein. Ich konnte aber jetzt halt oben mit der Kerze nichts tun. Guck mal, dein leuchtet was blau. Wahrscheinlich muss ich dahinter. Hier ist auch nichts. Okay, na gut, dann mit der Kerze konnte ich ja nichts tun. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt was verpasse oder hier zu schnell rumrenne. Es war halt offensichtlich, dass man da eigentlich hingehen müsste. Aber ich war ja da und... Das ist Espen's. He must have dropped it. I'm coming, Espen! Was ist das? Schneemann. Achso. Müssen wir jetzt nach den Reflektoren Ausschau halten. Und dann weiß man... Aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal eine... Beende ich die Folge. Ich möchte die Folgen jetzt in die 30 Minuten lang. Ich meine, 23 Minuten ist schon... Okay, finde ich, aber 30 dann doch ein bisschen zu lang. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in den kommenden Folgen und ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt, wie gruselig dieses Spiel sein wird und wie sehr es mich vom Hocker ruppt. Genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut. Tschüss.